3 Mario Kart 8 Tipps, mit denen du auf jeden Fall besser wirst. Platz Nummer 3 machen noch sehr viele Leute und es macht mich auch immer wieder aggressiv, das zu sehen. Und zwar setzt bitte nicht eure Münze ein, wenn ihr gerade auf dem ersten Platz seid und das euer einziges Item ist. Haltet die auf jeden Fall mindestens so lange, bis ihr ein zweites Item bekommt, weil man kann keine zwei Münzen gleichzeitig haben, was gleichzeitig bedeutet, dass euer zweites Item dann ein Block-Item wird. Und ich habe so gehört, dass alle meine Follower 3 Bananen bekommen werden auf dem ersten Platz. Also folgt lieber rein. Platz Nummer 2 ist super simpel, aber wissen sehr viele Leute komischerweise nicht. Und zwar kann man sein Item schneller bekommen, wenn man die Item-Taste spammt. Und hier sieht man auch den Unterschied, also wirklich absolut peinlich, wer das nicht spätestens nach diesem Video macht. Es lohnt sich. Und Platz Nummer 1 hat wieder etwas mit der Münze zu tun. Und zwar würde ich die Münze nicht einsetzen, wenn ihr zum Beispiel gerade diese Kombination hier habt, also die Münze auf den ersten Slot und auf dem zweiten Slot halt irgendein Block-Item. Weil es kommt schon ziemlich häufig vor, dass ein Geist euer Item klauen will und wenn er da eben wirklich kommt, dann klaut er nur eure Münze und nicht euer Block-Item. Aber wehe, benutzt die Tipps mal gegen mich.